Guten Morgen. Ich möchte heute über ein Thema mit euch reden, was sehr wichtig und sehr fundamental ist. Und zwar geht es um das Thema Hilflosigkeit. Weil Hilflosigkeit, ein Gefühl, was wir alle kennen in gewissen Situationen, manifestiert sich aber zu massiven Problemen, wenn wir diese Hilflosigkeit weiter kultivieren. Also wenn wir von Problemen reden, reden wir in allererster Linie von wahrgenommenen Leiden. Das heißt, wir haben eine Krankheit, einen Umstand, irgendeine Situation, unter der wir leiden, die wir als Problem sehen. Und die Hilflosigkeit, wenn die existent ist, dann führt diese Hilflosigkeit zu einer Verhöhung des Leidens. So, das ja, ist dann auch psychosomatisch in dem Sinne, weil psychosomatisch bedeutet ja, dass wir mit unserem Denken, mit unserer Einstellung, mit unserem Geist unseren Körper beeinflussen, im weitesten Sinne zumindest. Und die Hilflosigkeit bedeutet ein gewisser Kontrollverlust. Das heißt, wir sind der Meinung, ja, wir können nichts tun, wir sind, ja, wir sind hilflos. So. Und durch diese Hilflosigkeit verlieren wir das Gefühl der Hilflosigkeit, dass wir nichts tun können, verlieren wir an Selbstwertgefühl. Das heißt, wir sind nicht in der Lage, etwas zu tun gegen dieses Problem, gegen dieses Leid. Und wenn wir dieses sozusagen in unserem Geist zulassen, dann ist die logische Konsequenz davon Stress. Einfach Stress. Weil wir ja in der Lage sind, die in uns, ich würde sagen, Panik auslöst, aber wir spüren, wir sind hilflos, können nichts tun, aber ein Problem ist existent, ein Problem zumindest, was wir wahrnehmen als Problem. Und das führt dann zu Stress. Und Stress, ich habe da schon mal ein Video gemacht, tue das oben in den Infokarten einblenden, ist halt mega, mega scheiße für euren Körper. Und von daher, ja, ist eigentlich offensichtlich, dass wir diese Hilflosigkeit in irgendeiner Weise bekämpfen müssen. Das heißt, die Kultivierung von Hilflosigkeit bringt uns im Endeffekt immer weiter in solche Teufelskreise. Ja? Weil der immer wieder diese, also organisch, körperlich, gewisse Sachen sozusagen unterstützt durch den Stress, den das auslöst. Und ja, im Endeffekt die Lösung ist, und das möchte ich mit euch heute eben auch direkt ansprechen, dass wir aus dieser Hilflosigkeit rauskommen. Ja, klar. Wie? Und zwar ja, gibt folgende Ansätze. Informieren. Indem wir uns über gewisse Dinge informieren, haben wir das Gefühl, dass wir etwas tun. Weil in der Information steckt das Potenzial, dass uns geholfen wird, sage ich mal. Weil die meisten, die in dieser Hilflosigkeit, in dieser Opferrolle drin sind, die kriegen ganz schwer die Überzeugung, dass sie sich selber auch helfen können. Deswegen hilft es ganz gut, die Gedankenbrücke zu fassen, dass man dann Informationen bekommt von außen. Auch wenn man selber derjenige ist, der diese Informationen sucht und natürlich sich selber hilft. Aber viele haben da ein massives Problem, sagen, ich kann mir nicht selber helfen, es muss mir von außen geholfen werden. Und sehen nicht, wenn sie sich informieren, dass sie sich informieren, ja eben genau das ist, warum sie sich geheilt haben oder warum sie ein Problem bewältigt haben. Und das kommt aus dem Inneren und aus sich selber. Das hat man selber getan. Und das kommt nicht von außen, nur weil die Information im Außen lag. Man muss sie erstmal gefunden haben. Das heißt, informieren ist die erste Sache. Und indem man sich informiert und das Potenzial erkennt, die in den Informationen liegen oder liegen können, hat man nicht mehr so einen großen Stressfaktor.
Man denkt, okay, irgendwo ist die Lösung draußen, ich muss sie nur finden. Und ja, das hilft halt natürlich, weil also wir brauchen nicht darüber zu reden, Informationen haben ein großes Potenzial. Wir leben in einer Informationsgesellschaft, jeder kennt das Potenzial. Und davor die Augen zu verschließen und zu sagen, nee, das hilft bei mir auch nicht und so weiter, das ist Quatsch, weil in Informationen liegt halt unglaubliches Potenzial. Das ist die erste Sache, die wir tun können gegen die Hilflosigkeit, dass wir uns informieren, egal was dabei rauskommt. Aber es geht erstmal nur darum, dass wir uns informieren. Und die zweite Möglichkeit ist das Experimentieren. Ich habe da schon mal ein Video dazu gemacht, oben in Infokarten, dass wir Dinge ja einfach anders tun. Dass wir Dinge einfach anders tun. Und das können Sachen sein, wo wir gar keine Kausalität vermuten. Also keine, wir haben irgendein leidvolles Problem und wir machen frühs einfach, indem wir mal kalt duschen. Das hat erstmal keinen kausalen Zusammenhang. Aber Neuroplastizität des Gehirns. Wir ändern uns, wir können uns ändern. Und Leid ist immer nur etwas, was wir als Leid betrachten. Zumindest wenn es Leid der zweiten Ebene ist. Es gibt zwei Ebenen des Leids. Ich habe da schon mal ein Video dazu gemacht. Es gibt natürlich das körperliche Leid. Wenn jemand die Hand abpackt, wird es wehtun. Wir nehmen das als Leid wahr. Das ist tatsächliches Leid. Aber zum Beispiel, wir haben unseren Job verloren und leiden. Das ist Leid der zweiten Ebene. Das ist Leid, was wir uns im Gehirn machen. Und genau. Und das heißt, wenn wir die Schaltkreise im Gehirn ändern, und das ist möglich, wie gesagt, Neuroplastizität des Gehirns, Funktionsweise neurologische Netze, habe ich auch schon ein Video gemacht. Das heißt, einfach Dinge anders tun und damit unser Gehirn verändern. Und dadurch haben wir auch wieder genau dasselbe Potenzial, was wir bei den Informationen haben, um etwas zu ändern. Und ja, das ist eigentlich. Und das Prinzip ist natürlich genau dasselbe wie bei den Informationen. Dadurch, dass wir das Potenzial haben und wissen, aber dazu müssen wir uns erstmal auch wieder informieren über die neurologischen Netze, über die Neuroplastizität. Dann erfahren wir das Wissen, um zu erkennen, dass da ein Potenzial liegt, was uns helfen kann. Unabhängig davon, ob es uns hilft oder nicht hilft. Das bestimmen ja sowieso auch nur wir. Unser Gehirn sagt, hat mir das jetzt geholfen oder hat mir das nicht geholfen? Ja, leider zweiten Ebene. Und entsprechend ja, wäre das sozusagen auch eine Möglichkeit von Experimentieren, wie uns das helfen könnte. Und natürlich, wenn wir durch Zufall, durch unser Experimentieren irgendetwas finden, was halt irgendwie wirkt, dann ist das natürlich auch sozusagen eine zweite Möglichkeit, wie das Experimentieren helfen kann. Ist dasselbe wie bei der Information. Das Informieren an sich und damit der Glaube, dass es ein Potenzial gibt, ist das Erste. Und natürlich die entsprechende Information, die dann wirklich genau auf das konkrete Problem hilft, eben auch die zweite Sache. Also wir haben im Endeffekt dann vier verschiedene Möglichkeiten, wie wir diese Hilflosigkeit runterdrücken können, damit unser Stresslevel runterdrücken und damit eben auch unser Leid runterdrücken und damit das Problem minimieren. Und ja, das ist sozusagen das, was wir tun können. Eine andere Sache ist noch, die ich da anmerken möchte, Verzicht auf irgendwelche negativen im Sinne von dem Problem zuträglichen Dingen. Und da möchte ich ganz, ganz, ganz besonders dazu aufrufen, schaut genau in eurem, sag mal, medialen Umfeld, was ihr euch antut. Schaut ihr euch leidvolle Sachen an, die immer mit Leid assoziiert sind. Das sind zum Beispiel, ich sage ganz einfach mal GMX-News zum Beispiel. Ja? Einfach Nachrichten. Ja? Schaut euch Nachrichten an, wo immer wieder Leid, Leid, Leid. Und ja, weil das interessiert ist. Und dann schauen wir drauf. Und ja, lässt sich gut verkaufen. Schaut wirklich, ob ihr das unbedingt braucht. Wenn ihr YouTuber abonniert habt, wenn ihr Medien abonniert habt, die immer wieder so leidvoll sind und in diese Richtung, ja, wir können nichts tun und alles ist so schlimm und so weiter und sich diesen Leid suhlen. Überlegt genau, ob ihr diese Medien dann weiter konsumiert. Das ist für euer Problem, egal was für ein Problem ihr habt, ist einfach nicht zuträglich, weil es auch wieder die Hilflosigkeit katalysiert und damit das Leiden und damit das Problem. Ja? Und damit auch wieder eine Verringerung des Selbstwertgefühls und Erhöhung des Stresslevels. Das heißt, ganz, ganz wichtig, dass ihr Medien meidet, die in irgendeiner Weise Hilflosigkeit suggerieren oder eben ja, das Leid immer wieder quasi hochbringen. Ja, das ist
Das ist ganz wichtig. Also das möchte ich heute mal euch auf den Weg geben, wie ihr sozusagen eure Probleme sozusagen minimieren könnt, das Leiden minimieren könnt, durch eben diese Hilflosigkeit. Das ist ein Punkt, den solltet ihr euch wirklich merken. Hilflosigkeit oder das Gefühl der Hilflosigkeit, oft ist man ja gar nicht hilflos, katalysiert halt Leid, katalysiert Probleme durch eine Erhöhung des Stresslevels. So, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet euch was mitnehmen und ja, denkt an die Hilflosigkeit. Ganz, ganz böse Sache. Und wir sehen uns morgen wieder in aller Frische. Alles Liebe, euer Christian.